Hallo zusammen und willkommen zum Krieg. Sturmangriff Krieg gegen irgendwas in Russland. Eine neu gegründete Allianz, deswegen haben die auch so wenig Punkte, weil die keine Titanpunkte haben. Die nimmt man nämlich nicht mit, wenn man die Allianz wechselt oder nur bedingt. Aber die Kriegspunkte nimmt man mit und deswegen, ja. Die sind eigentlich nicht schlecht. Es gibt nur ein, zwei bekannte Namen, der Heisenberg beispielsweise. Aber ja, wir müssen mal schauen, was gegen die geht. Wir haben ein frisches Board bekommen und haben Sturmangriff. Das heißt, wir spielen wieder 2-2-1. Und wer den immer so ein bisschen Damage-Combo Heal und ja, und einfach ein bisschen Sabotage. Komm, bauen wir die gleich mit rein. So, 26 hierhin, 25 hierhin und los geht's. Grün, rot, lila. Das sieht ja gerade nicht so geil aus. Ich glaube, der Quintus wird auslösen. Aber wir kriegen zumindest mit leichter Verzögerung. Nee, wir kriegen das vorher. Sehr gut. Sehr gut. So, dann können wir das nämlich so spielen. Da haben wir unsere Roten ready. Bitte ordentlich daneben. Bei mir in der Verteidigung weicht immer fast nichts aus. So, wir machen das andersrum. Erstmal den Blind weg. Und bitte ausweichen. Ja, sehr gut, wenigstens einer. Dann. Spielen wir den Roten. Kriegen wir Rot nämlich wieder ab. Zack, zack. Und hier kriegen wir nochmal rot ab. Und dann war es der erste Kampf. Shellylock. So. Hier, das ist massiver Schaden. Wir wollen hier rein kein Gelb spielen. Okay, unser Damage-Combo ist diesmal die beiden. Zack. Dann nehmen wir den Raffaele mit und dann noch so eine Mixed. So ein bisschen Sabotage. Was machen die Death Down auf uns? Death Down. Wollen wir ein Single Target mit ein bisschen mitnehmen? Machen wir das doch so. Raffaele sollte genug Heilung bringen. Wenn wir ihn an den Start bekommen. Wichtig ist aber eigentlich Lila. Erstmal den.
haben wir auf jeden Fall den Raffaela am Start, so wie wir es wollen. Haben uns aber ein bisschen lila zerstört, kriegen aber die beiden Grünen. So, das machen wir so, das machen wir so. Und jetzt spielen wir so, dass wir Raffaele gleich nochmal bekommen. Überlebte. Machen wir direkt wieder an. Und jetzt haben wir unser Damage-Combo. So, zack, zack. So. Brauchen. Machen wir mal den. Kommt schon ein bisschen mehr Lila noch. Oh, das war wunderschön. Oh, trifft alle Grünen. Ja. Okay. Guck mal, wie viel Damage das anrichtet. Machen wir mal so. Und bring, töte dich selber. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Der nächste Patient, bitte. Wir gönnen uns ein Kundchen. Dann nehmen wir ein Element Death Down mit. Hier braucht man auf jeden Fall was, was beim Gegner entfernt. Das heißt, der Melindor kommt als Heiler mit. Element Death Down. Wir nehmen die Mariana mit. Und in Kombination den Kestrel. Und wir spielen, ich glaube, Onatel. Nee, Onatel noch nicht. Ihn hier. Und jetzt muss ich noch mal das Team anschauen. Müssen beim Gegner auf jeden Fall entfernen. Aoe, Aoe, Aoe. Okay, ihn setzen wir hier hin. Und sie setzen wir hier hin. Jo. So. Das ist genug Geld für unsere bösen Pläne. So, haben wir genug Grün? Haben genug Grün? Ich habe bewusst jetzt noch nichts gespielt, weil seit dem Death Down, den er jetzt macht, den will ich direkt wieder umdrehen. So, zack, zack. Wir wollen eigentlich Rot bekommen. Das ist schon mal gut. Aber er stirbt halt nicht. Und jetzt stirbt sie? Ja, sie stirbt. Ah, Sif ist halt echt gut. Jetzt ist die Frage, löst die Elena schon aus? Oh. Aber Sif ist noch am Start, okay. Bringt sie das um? Bringt ihn das um? Alter, ist das ein guter Held. So. Jetzt machen wir ihn schon mal ein bisschen low. Machen das, holen uns danach den Melindor wieder ran. Oh, ist das ein Träumchen.
So, jetzt geht es eigentlich nur darum, Rot reinzubekommen. Wegen mir soll er sich voll heilen. Wir wollen einfach rote Kombis. So schnell aneinander wie möglich. Das ist die erste. Haben, kriegen wir rechts als zweite? Okay, mal erstmal den. Zack, zack, zack. Haben wir auch ein bisschen Gelb dabei. Rot. Ja, das sollte eigentlich reichen. Komm schon, verreck. Tu mir den Gefallen. Sehr schön. Siff hat gut funktioniert, ist noch nicht mal vollgelevelt. So. Dann nehmen wir eine Elfrike. Oder nicht? Nehmen wir einen Wiederbeleber. Elfrike nehmen wir eine. Da ist mein Freund, der kommt mit. Dann er hier. Dann zack und zack. Und müssen wir beim Gegner was entfernen? Damage, Damage, Damage. Los geht's. Wichtigste ist jetzt hier wirklich der Proteus. Und er kommt nicht. Und er kommt nicht. Das Ding ist lost. Hier kann man nur beten. Nee. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Kannst du den Bruder bitte nochmal verschonen? Das ist ja nett. Problem ist, wenn ich das jetzt auslöse. Ah, ich muss es machen. Kriegt sie wenigstens dadurch keinen Schaden. Und vielleicht kriege ich sie. Ah, ich krieg sie nicht umgevögelt. Keine Chance. Jetzt kommt Gelb oder was? Okay, dann noch einmal. Müssen wir ja. Ach, ist das belastend. Haben wir noch Gelb? Zack. Zack. So. Zack. 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 Komm schon. Hätte ich es mal lieber gemieden. Noch eins. Wäre das im letzten Kampf gekommen? Ist nicht gut. Dann hätte man den gewonnen. Das Board. So. Du hältst die Klappe, der Luria.
Und jetzt wirst du auch direkt entsorgt, wollte ich sagen. So, jetzt machen wir hier. Nochmal den. Und ja, wegen mir. Ariel hebt's halt auf. Heb's halt auf. Ach, ausgewichen. Das ist ja besonders tragisch für den Gegner. So. Aber sie hat widerstanden, kann das sein? Probieren wir es halt nochmal. So, zack. Oder wir nehmen einfach rechts raus. Ja, gut, das ist jetzt eh Geschichte. So, zack, zack, zack. Wie viel Damage macht das? Genug. Jetzt hat es auch das geklappt. Jo, so slick. Und jetzt frage ich noch nach einem Backup. Kleinen Moment.